Ich freue mich ganz besonders, heute Daniele Ganser in Berlin zu treffen. Daniele, wir sind ja mittlerweile per Du. Wir sind per Du. Freue mich sehr, du hast hier heute Abend einen Vortrag genau. in der Urania. Ja, hier gleich um die Ecke. Genau, und wir haben diesen Platz hier gewählt, weil wir heute über ein Thema sprechen wollen, was du in deinen Vorträgen auch schon ansprichst. Aber wir haben es zu einem Kernthema gemacht, Achtsamkeit. Ja. Und wir haben einen großen Plan für 2019. Wir wollen quasi die Friedensbewegung stärken. Genau, das wollen wir ja immer. Ja, indem wir einen Achtsamkeitsworkshop zusammen machen. Ja, ja, also ich freue mich sehr, weil ich denke, das Thema Achtsamkeit ist wirklich sehr wichtig. Und es ist jetzt das erste Mal, dass wir im Sommer 2019 in Hamburg diesen Achtsamkeitsworkshop anbieten. Und ich bin gespannt, wie es wird. Es ist ja so, dass deine Hallen immer größer werden. Das ist großartig für die Friedensbewegung. Immer mehr Menschen kommen zu deinen Vorträgen. Aber dir fehlt manchmal vielleicht auch die Zeit, mit jedem Einzelnen sprechen zu können. Ja, ist eigentlich im Moment gar nicht mehr möglich. Das sind jetzt heute 860 Leute hier. Es ist unmöglich, mit 860 Leuten Fragen zu beantworten oder überhaupt ein bisschen in den Kontakt zu gehen. Ist es nicht mehr möglich. Darum haben wir jetzt in diesem Achtsamkeitsworkshop wirklich strikt auf 100 Menschen begrenzt. Und der ist auch länger, der fängt um 12 Uhr an und geht dann den ganzen Abend, also den ganzen Nachmittag, den ganzen Abend. Also es ist ein neues Format, wo man, ich denke, in einen engeren Kontakt kommt und wo auch nicht gefilmt werden darf. Also es gibt es nicht auf YouTube danach, Nein. sondern es gibt einfach dieses Zusammenkommen, wo man, ich würde sagen, voneinander lernt. Also ich werde sicher meinen Input bringen, aber die Gruppe, die dann entsteht, die 100 Menschen, die zusammenkommen, wird etwas entstehen lassen, das es vorher nicht gab. Ich freue mich sehr. Das Ganze findet am 13.06. in Hamburg statt, in einem wunderschönen Fabrikloft. Ich habe mich sehr gefreut, dass du das zugesagt hast, weil jetzt werden sicher einige fragen, gibt es das denn auch in Köln, in Berlin, in München? Nein, das gibt es jetzt nur in Hamburg. Genau. Das ist ja ein Versuch. Wir machen das und wenn dann der Tag vorbei ist, setzen wir uns zwei zusammen und genau. sagen, hat das die Friedensbewegung gestärkt? Das ist die Kernfrage, das ist der Benchmark. Und ich denke, wir werden auch die Leute fragen, wie es für sie war, weil ich komme ja zum Thema Achtsamkeit, weil ich Kriegspropaganda untersuche, also viele Lügen, die zu Mord und Totschlag führen, weil ich sehr viel mir auch schlimme Kriegsbilder anschauen muss, weil ich zudem in den Medien immer wieder diffamiert werde. Das heißt, für mich war es wirklich ein notwendiges Instrument, um glücklich und ausgewogen zu bleiben in angespannten Zeiten. Kann man sagen, dass die Achtsamkeit bei dir dazu geführt hat, dass du auch noch mehr dein authentisches Ich finden konntest? Ja, das kann man absolut so sagen, weil man kann sich sonst sehr in den eigenen Gedanken und Gefühlen verlieren. Und als Achtsamkeit bezeichne ich eigentlich den Zustand, wo man die eigenen Gedanken und Gefühle aus einer gewissen Distanz beobachtet. Man schaut auf die Gedanken und Gefühle und man ist sich klar, man ist nicht seine Gedanken, man ist nicht seine Gefühle, sondern man ist das Bewusstsein, in dem Gedanken und Gefühle aufsteigen. Und aus dieser entspannten Haltung kann man einfach sozusagen auch ein dynamisches Leben, wie ich es jetzt mal nennen würde, wo halt immer wieder Schwierigkeiten da sind, viel besser meistern. Also ich finde es schon ein super, super gutes Instrument, und ich glaube wirklich, das brauchen wir in der Friedensbewegung. Wie gut das bei dir mit der Achtsamkeit funktioniert, sieht man auch schon daran, dass du hier quasi ohne was stehst. Also ich bin noch nicht so weit, wie du siehst. Ich also nicht noch, ohne, ich habe ein Hemd. Ja. Aber hier ohne Winterverkleidung. Ich habe mir mal ein Jahr kalt geduscht. Genau. Einfach als Training. Und das hat sozusagen dazu geführt, dass du... Oder liegt es daran, weil du aus der Schweiz kommst und es einfach dort wesentlich kälter ist als... Ich komme jetzt ja aus Hamburg und da haben wir ja eher immer so 13 Grad Nieselregen. Ist von aber auch schwierig, oder? Minus 2 Grad, das ist für mich schon echt hier Wintermontur an und Schalomon mit. Also die Achtsamkeit sagt ja, das Wetter ist, wie es ist und wir bleiben innerlich gelassen. Wenn du jetzt auf die Friedensbewegung schaust, grundsätzlich war das vergangene Jahr ein gutes Jahr für die Friedensbewegung? Also jetzt 2018, das zu Ende gehende Jahr, war aus meiner Sicht sehr dynamisch. Ja, sehr viele Leute haben sich wachgerüttelt selber. Man kann sich nur selber wachrütteln, haben sich gesagt, ja, werden wir da immer wieder in die Kriege hineingelogen und haben für sich die Antwort gefunden, ja, das ist so. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Friedensbewegung ist immer noch eine Minderheit. Ich würde sagen mal eine kleine, aber zum Glück wachsende Minderheit, die sagt, wir lehnen Kriege ab, wir lehnen Kriegspropaganda ab und wir lehnen auch jede Form von Rassismus ab, wo wir wirklich eigentlich den anderen Menschen als Menschen respektieren und nicht sagen, der hat jetzt diese Hautfarbe oder jene Religion oder
ich habe da diesen Satz gelesen, wo auch innerhalb von Deutschland die Menschen sich abwerten, dass jemand hat geschrieben, der Schwabe ist in der Küche wie die Schabe. Also da wird einfach in Berlin dann jemanden von den Schwaben werden abgewertet. Also diese Funktionen des Ego, dass das Ego das andere Ego abwertet, das ist leider immer noch so. Und die Friedensbewegung hat hier den Begriff Menschheitsfamilie, der einfach alle daran erinnert, dass wir uns respektieren. Auch wenn wir in den Sachfragen manchmal nicht einig sind, dass wir uns respektieren. Und so, ja, ich denke, war ein gutes Jahr, aber es gibt noch viel zu tun. Ja, ich glaube auch, die Friedensbewegung kann genau das, was du sagst, eben auch noch mehr Achtsamkeit lernen grundsätzlich. Ja, unbedingt, ja, weil die streiten sich ja untereinander eben in einer Art, wo ich sagen muss, ist ja schön, wenn man zusammen gegen Rammstein demonstriert und sich da einig ist. Und ja, ich würde mal sagen, Stunden nach dem Anlass kann schon ein Riesenstreit sein, weil jemand in der Friedensbewegung die AfD wählt und jemand wählt die Linke. Und dann sind beide voneinander überzeugt, dass der andere entweder doof oder ein schlechter Mensch ist. Und da sage ich, nein, man kann in der Friedensbewegung sein, die Linke wählen, die Grünen wählen, die AfD wählen, die SPD wählen, die CDU wählen oder überhaupt nicht wählen. Man kann Muslim sein, man kann Christ sein, man kann Buddhist sein, man kann Atheist sein. Ja, man kann Mann oder Frau sein. Man kann 15 Jahre alt sein oder 75. Also wir müssen schon die Achtsamkeit unbedingt noch ein bisschen mehr stärken. Um einfach auch zu erkennen, dass wir sind alles Menschen. Ja, genau. Und wir haben eigentlich das gleiche Ziel. Wir wollen geliebt werden, genau, und Liebe geben. Das ist, worum es geben sollte. Und keine Folter und keine Vergewaltigung, keine Landminen und keine depleted Uranium-Bomben. All das Zeugs ist ja ein Gräuel. Und ich denke, die Friedensbewegung ist sich schon einig, dass sie keine Gewalt will. Aber die Friedensbewegung hat in Deutschland, auch in der Schweiz und in Österreich noch das Problem mit verbaler Gewalt. Das heißt, man teilt aus, man wertet ab. Man ist dann selber sehr unsicher, ob man die richtige Position hat und ob man den anderen treffen darf, weil der ja eine andere Position hat. Und da denke ich, ist es wichtig, die Achtsamkeit zu stärken, denn dann wird klar, man darf immer einen Menschen treffen und mit ihm sprechen. Also diese Kontaktschuld, die doch auch sehr, sehr stark verbreitet ist in Deutschland, die sollte man eigentlich meiner Meinung nach entspannen und sagen, Menschen sollten immer zusammenreden. Also ich sage ja, dass auch die Palästinenser und die Israelis sollten zusammenreden. Das ist ja auch schwierig. Und warum sollten dann die Menschen in Deutschland nicht zusammenreden, nur weil sie zwei verschiedene Parteien wählen? Also ja, ich glaube, diese Spaltung ist einfach auch vom System gewünscht. Die ist gewünscht. Weil dadurch funktioniert unser Bruttoinlandsprodukt ganz gut. Ja, genau. Also man spaltet das Land, man spaltet das auch in Deutschland und in Österreich, spaltet man die Menschen. Dieser Raum, man nennt es ja den Dachraum, Deutschland, Österreich, Schweiz, hat 100 Millionen Menschen. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir einen immer größeren Teil von diesen 100 Millionen Menschen dafür gewinnen, sich für die Friedensbewegung zu interessieren. Das heißt nicht, dass sie dann ein T-Shirt kaufen und Mitglied im Verein werden, weil die Friedensbewegung ist eine Haltung im Herzen, ja? Das ist nicht ein Verein, sondern man ist einfach gegen die Kriege, man ist gegen die Kriegslügen, aber sonst führt man sein Leben so weiter, wie man es geführt hat, und man muss dann nicht aus der Partei austreten oder man muss dann nicht. Ja, die Leute haben dann das Gefühl, sie müssen alles ändern. Müssen sie nicht. Das reicht, wenn sie sich gegen die Kriege aussprechen. Wir wollen nochmal an den 13.06. jetzt erinnern. Das ist, wie gesagt, eine wunderbare Gelegenheit, dass wir über all diese Themen, aber nicht über die politischen, sondern über die Themen, wie wir zu unserem eigenen Frieden gelangen, miteinander ins Gespräch kommen. Eckhart Tolle hat so schön gesagt, es gibt nur diesen einen Augenblick, alles andere ist ein Konstrukt unseres Verstandes. Das ist so mein Lieblingssatz von Eckhart Tolle. Ich weiß, du magst Eckhart Tolle auch sehr. Ich mag Eckhart Tolle sehr. Er hat wirklich erklärt, denke ich, sehr auch klar erklärt, dass wir uns manchmal in unserem Denken verlieren. Ja. Und weil mir das auch passiert ist, kann ich wirklich hier dann auch im Workshop aus dem Vollen schöpfen. Ich werde Beispiele bringen, was ich erlebt habe und welche Techniken mir geholfen haben, und ich hoffe, dass das den Menschen hilft. Und ich finde vor allem schön, dass wir mal nur 100 Menschen sind. Ja? 100 Menschen von 12 Uhr bis 10 Uhr, also von 12 Uhr mittags bis 10 Uhr abends. Ja, 10 Stunden zusammen, das ist schon, das hat es noch nie gegeben. Ja, wir freuen uns. Ich freue mich sehr auf diesen Tag. Alle Informationen zum Workshop findet ihr auf meiner Internetseite 100 Monkeys. Und da dürfen auch gerne Fragen gestellt werden. Ansonsten, Daniele, wünsche ich dir hier
guten Auftritt heute Abend in Berlin. Danke, Jens. Alles Gute. Danke, und ich freue mich dann auf den Sommer nächstes Jahr. Ja, schön. Danke. Freue mich. Tschüss. Tschüss.